Ja, wir sind wieder auf meinem Unboxing-Tisch. Diesmal haben wir von Aoki eine Nintendo Switch Hartschale, also sprich eine Schutzhülle, wo man halt alles gut transportieren kann. Und darum auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aoki sollte vielen schon ein Begriff sein, kann man ein bisschen vergleichen wie mit der Firma Anker, die was halt sehr viele Akku-Packs machen und viele, viele andere Sachen. Ja, das ist jetzt für die Nintendo Switch. Ja, eine Transporttasche oder Schale und das Ganze mit einem Hardcase. Die werden wir zusammen unboxen und kurz uns anschauen. Und dann sehen wir, ob die wirklich so gut ist und vor allem, ob die Nintendo Switch da reinpasst und was noch alles reinpasst. Ja, auf der Vorderseite sehen wir nochmal den Produktnamen, circa wie sie ausschauen soll und natürlich, dass es halt für die Nintendo Switch ist. Und eigentlich steht hier rundherum nicht viel oben. Darum machen wir sie gleich einmal auf. Und hier kommt schon das gute Stück heraus. Hier haben wir die Garantiekarte, 24 Monate Garantie. Also hier sieht das so aus. Ja, eigentlich wie bei Anker. Und das ist jetzt die Schutzhülle. Und da ist jetzt noch so ein Plastik oben, also so ein Schutzplastik. Das werden wir jetzt noch runtergeben. So schaut die Hülle aus, mit so einem kleinen Tragegriff drauf. Noch einmal okay. Und das ist so ein Hartplastik. Sollte sich auch ein bisschen den Sturz vielleicht abfedern. Und machen wir das Ganze mal auf, schauen wir mal hinein und wie der Platz ist. Hier können wir uns das kurz anschauen. Hier haben wir zwei Gummibänder, das heißt, hier wieder mal die Switch dann fixiert. So eine Art Rausholband, dass man es leichter rausbekommt, die Switch. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Spiele reingeben. Werden wir mal schauen, ob die überhaupt hineinpassen. Ein bisschen fummelige Arbeit, aber ich glaube, es passt hinein. Ja. Passt hinein. Also insgesamt können wir 12 Spiele mittransportieren. Ja, da hinten könnte man jetzt noch reingeben, Kopfhörer oder halt so ein USB-C-Kabel, zum Beispiel für eine Powerbank zum Aufladen. Sollte hier hinten auch noch Platz finden, wenn man es halt schön zusammenschlichtet. Jetzt gehen wir mal die Switch hier hinein. Und wie wir schon sehen, sie passt hinein. Das ist einmal das Wichtigste. Sie ist wirklich jetzt gut fixiert. Machen wir das mal zu mit dem Kabel und mit dem einen Spiel drinnen. Und es passt. Nintendo Switch Schutzhüllen findet man auf Amazon zwischen 10 und 20 Euro. Diese kostet aktuell 12,99 €. Was die so besonders macht, sie soll angeblich wasserdicht sein, aber ich möchte es nicht testen, weil sonst geht vielleicht meine Switch kaputt. Und was bei der halt besonders ist oder halt besser ist, es passen 12 Gaming-Cards rein, man könnte noch ein USB-C-Kabel reingeben, Kopfhörer reingeben und natürlich auch die Nintendo Switch. Ja, das soll es jetzt dann gewesen sein. Die wichtigsten Infos habe ich euch gegeben. Der Link zu dieser Schutzhülle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr andere Schutzhüllen schon gekauft oder getestet? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Würde mich interessieren, was ihr da so am Start habt für eure Nintendo Switch, wenn ihr unterwegs seid. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, baba.